Okay, alles klar. Also, wir beginnen nochmal damit, dass wir das Haus zu Ende erklären. Wir waren vorher im Keller und wir wollen das Haus zu Ende erklären. Wir sind in der Erklärung so weit gekommen, dass alle Regulationssysteme im Keller verankert sind und dass der Keller über die Qualität des Hauses entscheidet, aber auch über die Probleme und wie man sie wieder regulieren kann. Weil Probleme können immer nur über unsere Regulationssysteme reguliert werden. Der Hauptbewohner vom Keller ist das hormonelle System. Das hormonelle System ist mit allen anderen Systemen verbunden. Und im ersten Überbau wohnen die Millionen kleine Helferlein, die Enzyme. Enzyme sind zuständig, dass es Natur gibt, dass es Tiere gibt, dass es uns gibt. Warum? Weil Stoffwechselabläufe brauchen normalerweise eine gewisse Temperatur und wir sind zu kalt. Das bedeutet, es muss ein anderes System erfunden werden und das hat unser Körper erfunden. Und das Dritte darüber ist unser Nervensystem, unser Blutsystem und unser Immunsystem. Dann gehen wir hier die Treppe hoch und jetzt sind wir im ersten Stock. Jetzt sind wir hier im ersten Stock. Wer wohnt im ersten Stock? Im ersten Stock wohnt unser Herz-Kreislauf-System. Herz-Kreislauf hat ganz viel damit zu tun, wie wir sprechen. Ob wir klar und deutlich sprechen können, ob wir uns ausdrücken können. Das bedeutet, jeder Mensch, der auf der Bühne steht oder Schauspieler ist oder Entertainer ist, wenn der nicht über einen gesunden Herz-Kreislauf verfügt, dann kann er nicht richtig und frei sprechen. Vielleicht kennt ihr Menschen, die haben Angst, vorne zu stehen oder sie können sich nicht klar ausdrücken. Das ist ein Thema von Herz-Kreislauf. Und hier wird auch im ersten Stock entschieden, wie gut wird das Haus belüftet. Belüftung meine ich Blutgefäßsystem, dass das der Körper ernährt wird über den Sauerstoff. Das entscheidet sich hier in diesem Stockwerk. Aber auch ganz wichtig, werden unsere Muskeln richtig durchblutet, weil wir haben ja das Thema Bewegungsapparat. Wenn dieses Stockwerk nicht stimmt, wird die Muskulatur nicht richtig durchblutet und ernährt. Und der wichtige Aspekt ist auch nicht dein Gehirn. Und wie viele Erkrankungen haben wir inzwischen im Gehirn bei den Menschen? Dieses Stockwerk ernährt das gesamte Gehirn. Wenn wir jetzt die Treppe hochgehen, dann sind wir bei Galle und Leber und wir haben dort das Immunsystem wieder, also nochmal ein Teil vom Immunsystem, aber auch wie gut können wir sehen, wie gut können wir durch die Fenster gucken, das entscheidet sich im oberen Stock, nämlich bei Leber und Galle. Und auch der Fettstoffwechsel wohnt da oben. Und wie gut sind unsere Sehnen und Muskeln? Habt ihr schon mal Menschen erlebt, je älter dass sie werden, desto weniger beweglich werden sie, je steifer laufen sie, die Sehnen verkürzen sich, die kriegen also die Beine gar nicht mehr richtig auseinander, weil sich die Sehnen verkürzt haben. Das entscheidet sich dort bei der Leber. Leber entscheiden über die Qualität der Muskulatur und der Faszien und Sehnen und Bänder. Wenn wir weiter hochgehen, kommen wir zum Magen, Darm und Milz. Und dort entscheidet sich, wie gut kann Nahrung überhaupt aufgespalten werden, weil die Verdauung ist die größte Alchemie, die es überhaupt gibt. Die verstehen wir ja eigentlich nicht bis heute nicht wirklich. Auch das ganze Zusammenleben. Die gesunden Darmbakterien. Man hat uns ja in der Medizin, ich bin auch noch so ausgebildet, gelehrt, du bestehst aus 100, aus 80 oder 120 Billionen Zellen. Heute weiß man, das stimmt überhaupt nicht. Wenn du 100 Billionen Zellen hast, sind 50 Billionen davon Bakterien, nicht Zellen. Und da stellt sich die Frage bei jedem Antibiotika, das gegen Bakterien wirkt, was machen die mit meinen 50 Billionen Zellen? Warum entstehen die Resistenzen? Wir haben aus unserer Gruppe gerade eine Person, einen Mann, der in Innsbruck in der Klinik liegt, der hat sich mit Krankenhauskeime angesteckt. Es gibt kein Antibiotika, was dagegen wirkt, weil sie resistent sind. Der Mann ist in größter Gefahr. Ja, also das bedeutet, das, was ich heute weiß, kann sein, stimmt morgen schon nicht mehr.
Man hat so viele Dinge gelehrt, auch in der Medizin, wo man weiß, das ist nicht mehr wahr, es ist nicht die Wahrheit, aber es braucht 10, 15 Jahre, wie das Thema mit Cholesterin, bis es überhaupt die Wahrheit durchsickert, weil es gibt auch Interessensgruppen, die nicht wollen, dass die Wahrheit durchsickert. So, also da wohnt Magen-Darm und hier sitzt der Sinn, dass du schmecken kannst. Habt ihr Menschen erlebt, die nicht mehr das Essen richtig schmecken können, die den Geschmackssinn, die sagen, irgendwie schmeckt mir Essen gar nicht mehr? Habt ihr mal ältere Menschen erlebt, die nicht mehr essen wollen, weil ihnen das Essen überhaupt nicht mehr schmeckt? Dann ist das in diesem Stockwerk das Ungleichgewicht von Magen, Darm und Milz, und das Essen hat einfach keinen Geschmack. Und warum soll ich was essen, was mir nicht mehr schmeckt? Und darüber wohnt dann die Lunge und das Atmungssystem, und das hat ganz viel mit Riechen zu tun. Kennt ihr Menschen, die nicht mehr gut riechen können? Die, wo du sagst, hier müffelst, und der andere sagt, ich rieche nichts. Ja? Also jemand hat einen ganz, ganz feinen Geruchssinn und der andere sagt, ich rieche nichts. Und das entscheidet sich in der Abteilung, wo die Lunge sitzt. Also Lunge, Funktionskreislauf, und da ist auch mit drin der Dickdarm und der gesamte Mineralstoffwechsel ist in diesem Stockwerk. Wenn da was nicht stimmt, dann hast du Probleme in deinem Mineralstoffhaushalt und du hast Hautprobleme. Hautprobleme kommen hauptsächlich von der Gemeinschaft Lunge, Dickdarm. So, und ganz oben wohnt die Blase mit ihrer Niere und da sitzen die ganzen Knochen. Knochen sind immer ein Thema von Niere, vom Nierenfunktionskreislauf. Ja, von oben das Gerüst, das Dach, das sind die Knochen, weil wir ja jetzt Bewegungsapparat haben. Da sitzen aber auch die Zähne. Wenn ich Probleme mit den Zähnen habe, ist das im obersten Stockwerk die Ursache. Oder zum Beispiel, wenn ich anfange, schlechter zu hören. Die Ohren sind die Kinder der Nieren und Blase. Die Augen sind die Kinder der Leber und Galle. Also alles ist zugeordnet in einem System. Und ganz oben bei der Niere sitzt auch das Kopfhaar. Die Veränderungen, die wir in den Haaren haben, sitzen ganz oben. Aber du musst, wenn du Probleme hast, erstmal in den Keller, in die Regulationsabteilung, und dann gehst du die ganze Treppe hoch zur Niere und sagst, was ist denn los, dass meine Haare störrisch sind, dass meine Haare plötzlich grau werden. Also ich habe zum Beispiel einen Patient in der Schweiz, der ist mit 30 komplett grau. Da weiß ich, da stimmt massiv was nicht. Mit 30 schon komplett grau, da stimmt ganz massiv was nicht. Na? Also das wäre das Haus. Und innerhalb von dem Haus, wenn ich jetzt bitte die Erkrankung, die das größte Lerntool beinhaltet, ist für mich Krebs. Also für mich ist das nicht ein Drohwort, sondern das größte Entwicklungstool, an dem wir Erkenntnisse machen können. Ist es so, dass ganz klar, wenn dieses Haus Stress hat, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem richtigen Leben. Ich bin mit einem Partner verheiratet, der zum Beispiel ständig zu viel Alkohol trinkt. Wir haben ja in unserer Gruppe so einen Fall, wo der Mann, der Familienvater, völlig eine Wesensveränderung hat, wenn er getrunken hat, dass er sogar die Waffe aus dem Schrank holt und seine Familie versucht zu erschießen. Und die Familie immer wieder nachts auf der Flucht ist vor dem Vater, vor dem betrunkenen Vater. Das machst du jahrelang mit. Was glaubst du, was dein Haus für einen Stress hat? Oder du hast Geldsorgen, Geldprobleme, nie reicht es aus. Immer kommst du gerade so hin, ja? Bevor jemand kommt und dir der Kuckuck draufklebt, hat dein ganzes Haus Stress ohne Ende. Das heißt, der Stress in irgendeiner Art ist immer der auslösende Faktor, der dafür sorgt, dass dein Keller, dein hormonelles System, deine Regulationssysteme ihr Gleichgewicht verlieren. Und wenn dein Keller das Gleichgewicht verliert, ist es, wie wenn unten das Fundament Löcher bekommen würde. Was tritt ein? Wasser, Schmutz, Pathogene, also das heißt Parasiten,
All das hat dann plötzlich Zugang zu deinem Haus über die Löcher im Keller. Die Menschen haben immer mehr Pathogene, das ist alles Viren, Bakterien, Pilze, Wurmbefall, die sogar in die Augen, ins Gehirn geraten. Die Menschen sind mehr befallen denn je. Wir haben einen immer größeren Befall. Übrigens Fische genauso. Die sind so im Spiegelprinzip. Fische haben parasitäre Belastung wie nie zuvor. Deswegen, es war nett, dass ihr Fische auf der Speisekarte hattet gestern, aber ich konnte keinen Fisch essen mehr. So, okay. Dann kommen die ganzen Giftstoffe, die unser Körper bekommt. Und dann braucht nur ein gerader Einschlag in dein Haus passieren. Dein Haus hat jetzt schon Löcher unten im Fundament, ist in den Stockwerken nicht mehr in Ordnung. Dann kommt ein Hagelschlag, den wir vor ein paar Tagen hatten. Ne? Da hattet ihr ja taubeneigroße Hagelkörner. Und das heißt, da ist die Substanz nicht mehr okay und dann kannst du dein Haus zusammenschlagen. Und das ist dann die völlige Überforderung von deinem Haus. Löcher im Keller, Hagelschlag oben. Und dann muss der Körper ein Überlebensprogramm starten. Und das kann unter Umständen maligne Zellen sein. Und deshalb ist es am Anfang immer ein Überlebensprogramm. Wenn aber die Löcher nicht gestopft werden, wenn das Getier nicht rausgejagt wird, wenn die Hagelkörner nicht aufhören, dann hat das Haus irgendwann keine Chance mehr. Dann wird die Linie überschritten. Aber davor kann ich ganz viel machen und das ist eigentlich die Prävention, das ist die Vorsorge. Und wir haben vorher darüber gesprochen, wir reden mal über den Bewegungsapparat. Zwischen dem YouTube-Kanal, wo du eigentlich reingesetzt hast, ist das Haus auch? Ja, das Haus habe ich auch im YouTube-Kanal, meinem YouTube-Kanal erklärt. Also erstens mal kann man das auf Facebook nachgucken und zum Zweiten kann man das auch auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich ganz viele, da stelle ich ständig Themen ein, die ich dann immer begrenze auf 5 Minuten, 10 Minuten, wenn es lang dauert, 20 Minuten, wo ich ein Thema mit der Taschenlampe beleuchte. Ich leuchte drauf und spreche dann nur über dieses Thema. Und das kann man sich so lange anhören, wenn man sagt, oh, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, kann man bei YouTube ja zurückspulen und kann es nochmal anhören. Was ich mal aufzeigen möchte, ist, was denn, wenn wir so einen Scan machen, sich zeigen kann oder wie eigentlich die Dominosteine fallen. Vielleicht erkennt ihr euch selber oder ihr kennt jemand, der genau da reinpasst. Ich möchte einfach aufzeigen, dass eine Disharmonie nicht von heute auf morgen kommt. Wir müssen sehr viel dafür tun, dass ein Stein anfängt zu fallen. Der erste Dominostein in unserem System ist der Stein des Blutzuckerspiegels. Der fällt. Ein zu hoher Blutzuckerspiegel. Und das hat nichts mit der Körperform zu tun. Also auch junge, schlanke Menschen können einen zu hohen Blutzuckerspiegel haben, weil ich gerade den jungen Mann sehe, es haben ganz, ganz viele Jugendliche einen zu hohen Blutzuckerspiegel. Es fällt halt nicht auf, weil es länger dauert, bis dann ein Diabetes diagnostiziert wird. Der zweite Dominostein ist die Übersäuerung, wenn die Übersäuerung dazu kommt. Ihr habt ja vorher gehört, der erste Überbau im Keller ist der pH-Gleichgewicht, die Homöostase, das Gleichgewicht im Säure-Base-Haushalt. Wenn ihr meine Ausarbeitung über Säure-Base gelesen habt, dann seht ihr zum Beispiel beim Herz, wenn nur hinterm Komma eine Zahl verrutscht, kann das der Herztod bedeuten. Also Herzinfarkt hat ganz viel mit Säure, den Säuretod zu tun. Wenn das Herz übersäuert, ist Ende Gelände. Außer du bist jetzt gerade in der Nähe von jemandem, der gute Wiederbelebung machen kann. Der dritte Dominostein ist dann, tritt die Allergie, die Immunschäden, die Entgiftungsschwäche, Hautprobleme. Das ist der dritte Dominostein. Und was machen wir oft bei Allergien und bei Hautproblemen? Wir machen irgendwas drauf, was der Juckreiz lindert oder was die Rötung lindert. Das heißt, wir drücken das Problem zurück in die Haut, von der Haut in die Lunge, von der Lunge in den Dickdarm.
Haben wir zum Beispiel Entzündungen im Darm, nehmen wir Mittel wie zum Beispiel Cortisone, damit die Entzündung im Dickdarm abklingt, ist auch manchmal nötig, aber wenn es nicht ausgeheilt wird, steigt es wieder zurück zum Partnerorgan, Lunge, und auf einmal habe ich zum Beispiel wieder Asthma-artige Symptome. Dann nehme ich ein Produkt für meine Lunge und die Lunge schiebt es dann wieder auf den Dickdarm. So schiebt der Körper es hin und her, bis es dann ausbricht über die Haut. Und dann gebe ich da wieder was drauf und dränge es wieder zurück. Und das kann jahrelang gehen. Haut, Lunge, Dickdarm, Dickdarm, Lunge, Haut. So schiebt sich das hin und her. Ja? Und so kann ich es in allen Systemen machen. Ich kann das zwischen Leber und Galle machen, weil die beide sind verheiratet. Ja, wie Mann und Frau. Ich kann das zwischen Niere und Blase machen. Also immer zwei Organe sind Yin und Yang, männlich und weiblich. Und immer was der eine nicht kann, schiebt er, sagt er, hilf mir, Partner, übernimm meine Disbalance. Aber wenn er nicht mehr kann, schiebt er zurück und dann schiebe ich auf ein Sinnesorgan. Ob das Sinnesorgan Ohren sind, Augen sind, ob es die, der Geschmackssinn ist oder irgendwann die Haut, spielt keine Rolle. Also der Körper versucht zu überleben, indem er ständig verschiebt. Okay, das war der dritte Dominostein. Der vierte Dominostein ist die Verzuckerung des Gewebes, weil wir reden über den Bewegungsapparat. Kaum einer weiß, dass Gewebe, Kollagengewebe verzuckern kann. Habt ihr schon mal kristalline, was die Zuckerbäcker so toll machen, was so toll aussieht, so Verzuckerungen gesehen, wenn diese tolle Gebilde aus Zucker machen? Genau so sieht dann unsere Kollagenstruktur im Körper aus. Eine Verzuckerung im Körper, im Kollagengewebe führt zu massiven Alterungsprozessen. Deshalb könnte man auch sagen, eine zuckerdominierte Ernährung ist der beste Freifahrtschein für schnelle Alterung im Bewegungsapparat. Der nächste Dominostein ist, dass das Notfallprogramm gestartet wird. Der Zucker wird umgewandelt in Fett. Weil sonst wärst du irgendwann steif. Du wärst so steif wie die Zuckerfigur vom Zuckerbäcker. Weil alles kristallin wird. So, dann der nächste Dominostein ist die Insulinresistenz. Kennt ihr das? Was bedeutet Insulinresistenz? Die Flugzeuge, die vollgeladen sind mit Zucker, die können nicht mehr landen auf der Zelle, um die Fracht abzuladen, damit sie in der Zelle verbrannt wird. Die Zelle sagt, dieser Flugverkehr hat sich verdreifacht, vervierfacht. Ich kann das nicht mehr gebrauchen. Ich kann nicht mehr so viel Zucker verbrennen. Weißt du was? Ich ziehe einfach den Stempel ein, also wo das Flugzeug andocken darf. Ich schließe den Flugplatz und das Insulinflugzeug muss wieder zurückfliegen. Und das ist die Verweigerung auf Zellebene, den Zucker zu verbrennen, und das Insulin muss mit seinem Zucker wieder zurückfliegen. Wo fliegt es hin? In die Leber. Dann der nächste Dominostein, jetzt fällt der Fettstoffwechsel, und zwar beginnt die Leber sich an zu verfetten. Wir haben jetzt den Dominostein der Leberverfettung. Jetzt kommt ein achter Dominostein, jetzt fangen an Entzündungen, hohes Radikalgeschehen, Ablagerungen in den Blutgefäßen, Funktionseinschränkungen. Jetzt ist das Blutgefäßsystem dran. Jetzt beginnt es sich im Blutgefäßsystem abzulagern. Und das neunte ist dann, kommt der Bluthochdruck dazu. Man nennt es das metabolische Syndrom. Also das Trio breitet sich aus: Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, hohe Blutzuckerwerte, Übergewicht. Und das zehnte sind dann Zivilisationserkrankungen, Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs. So, das sind die 10 Dominosteine. Und vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, wo er sagt, ist genau gerade da an dem Dominostein, der gefallen ist. Der Punkt ist, du kannst bis zum 9. Dominostein den Rückwärtsgang einlegen. Du kannst den Rückwärtsgang einlegen. Und wisst ihr, was die schnellste Methode ist für einen Rückwärtsgang?
Die effektivste und schnellste Methode? Fasten. Es gibt keine Methode, wo du schneller, wenn du schon bei Domino 9 stehst, den Rückwärtsgang einlegen kannst. Du musst danach, wenn du da bist, natürlich noch separat Säure-Base-Kur machen. Aber damit du verhinderst, dass der 10. Stein fällt, wenn du schon so weit bist, beginne augenblicklich zu fasten oder mach bei einer Fastenkur mit. Wir machen es 4-mal im Jahr. Es ist die schnellste Methode, um erstmal die Kuh vom Eis zu bekommen. Danach musst du natürlich die Regulationssysteme wieder aufbauen. Danach musst du in den Keller gehen und musst deinen Keller aufräumen und musst die Regulationssysteme wieder anwerfen. Du musst vielleicht die Löcher stopfen, die inzwischen dein Fundament hat. Aber um nicht in Domino 10 zu, dass der 10. Stein fällt, kannst du selbst beim 9. Stein sagen, stopp. Stopp, wenn ich jetzt weitermache wie bisher, fällt der 10. Stein. Und das kann bedrohlich sein. Krebs kann bedrohlich sein, Herzinfarkt kann bedrohlich sein, Diabetes kann bedrohlich sein. Ich gehe jetzt zurück. Ganz vorsichtig gehe ich jetzt zurück. Jetzt mache ich erstmal den ersten Schritt zurück, damit der 10. Stein nicht fällt. Und dann gucke ich, wie ich jeden Stein wieder aufstellen kann. Und das ist die Methode von Fasten. Deshalb liebe ich Fasten. Aber nicht das Wasserfasten, das gehört unter ärztliche Aufsicht. Wir machen eine ganz gewisse Form von Fasten, wo wir das Gewebe schützen und den Körper schützen. Jetzt kommen wir mal zum Bewegungsapparat. Beim Bewegungsapparat gibt es für mich 3 große Themen. Das erste Thema ist, wir sind ausgestattet für Bewegung. Jeder Bewegungsapparat leidet, wenn er nicht gebraucht wird. Du siehst es daran, dass wenn du einen Unfall hast und du musst lange Zeit Ruhe bewahren, wie sich innerhalb von kurzer Zeit deine Muskulatur abbaut. Ja? Ich habe das selber erlebt. Ich konnte ein Jahr lang mich nicht bewegen und ich musste wirklich wieder laufen lernen. Also das heißt, da war fast nichts mehr da, war abgebaut. So, es gibt keine Pille, es gibt keine Methode, die Bewegung ersetzt. Und wir bewegen uns zu wenig. Wer sich mit der Bewegung bewegt, ist das Nervensystem. Das Nervensystem braucht Grün. Also auch Bewegung nur im Sportstudio hat nicht den gleichen Effekt, wie wenn ich durch den Wald laufe oder durch die Wiesen. Weil mein Nervensystem und mein hormonelles System die Energie der Natur und das Grün der Natur aufnimmt. Also gesunder Bewegungsapparat braucht Bewegung. Und selbst wenn du Hüftschmerzen hast, wenn du Schmerzen hast im Bewegungsapparat, ist es das, was du musst, ist Bewegung. Und wenn du eine Schmerztablette nimmst, damit du dich bewegen kannst, bewege dich, lauf deine Runde. Und wenn du zurückkommst, wirst du merken, dass du weniger Schmerzen hast wie vorher. Am Anfang merkst du, wo es quietscht, wo es wehtut. Aber bist du deine Runde gelaufen, du kommst zurück und hast weniger Schmerzen wie vorher. Obwohl du am Anfang, wenn du dich bewegst, eher vielleicht mehr Schmerzen hast. Es gibt nichts, was Bewegung ersetzt. Der zweite Punkt im Bereich des Bewegungsapparates ist der Abbau der Masse der Knochen- und Muskelmasse. Und das hat seinen Grund. Da möchte ich ein bisschen mehr drauf eingehen. Vorher möchte ich aber den dritten Aspekt ins Feld führen. Wir haben Probleme mit dem Bewegungsapparat, weil wir einen Angriff im Körper haben, den wir nicht wahrnehmen. Und der Hauptangriff sind Viren. Jede Viruserkrankung, die nicht vollständig ausgeheilt ist, führt dazu, dass Viren sich in unserem Körper verstecken. Und sie verstecken sich hauptsächlich da, wo nicht gut durchblutet ist. Und habt ihr schon mal Gelenke von Hühnchen auseinandergemacht? Alle Gelenke werden ernährt durch die Synovialflüssigkeit, aber nicht durch ein Blutnetz.
Und da, wo Blutnetz ist, ist Immunsystem präsent. Da, wo Synovialflüssigkeit ernährt, wie in unseren Gelenken, können sich Viren verstecken. Und die rufen nicht erkannte Entzündungen und Abbauprozesse hervor. Und ob das nachher Arthrose genannt wird oder die Entzündung Itis, spielt keine Rolle. Die Verursacher sind in der Regel Viren. Und der Anführer, der uns im Zahnhalteapparat sitzt, oder ihr kennt ja Viren, die sich im Gehirnstamm verstecken. Wer hat schon mal ein Herpesvirus gehabt? Wenn wir den einmal haben, zieht er sich immer wieder zurück in den Hirnstamm. Und wenn die Situation für ihn gut ist, kommt er vor und zack, haben wir eine Fieberblase. Und dann geht er wieder zurück. Das heißt, der geht nicht weg, der zieht sich nur zurück. Und so gibt es auch andere Virenformen und der Hauptverursacher ist der Epstein-Barr-Virus. Vielleicht kennt der eine oder andere, weiß, dass er schon mal eine Mandelentzündung hatte. Ja? Ich habe in der HNO-Klinik gearbeitet. Man hat allen die Mandeln rausgenommen, die man einfangen konnte mit dem Lasso. Ja? Alle Eltern wurde erzählt, ihr Kind ganz doll gefährdet, wenn wir nicht sofort Not-OP am Wochenende machen und so weiter. Also das heißt, jeder, der immer wieder Mandelentzündungen hatte, der auch die Mandeln rausbekommen hatte, es kommt drauf an. Bei dem einen war das Immunsystem stark und er konnte alle Viren töten. Aber wehe, du bist nicht in einem optimalen Zustand, bleiben immer welche übrig und die verschwinden in deinem System. Und der Epstein-Barr-Virus hat ganz viel mit ganz vielen Problemen zu tun, die nicht richtig diagnostiziert werden können. Wo die Ärzte sagen, ja, eigentlich wissen wir gar nicht, was sie wirklich haben. Wollt ihr mal wissen, mit was das zu tun hat? Bewegungsapparat? Also, der Epstein-Barr-Virus hat über 60 Untergruppen. Da ist jedes Labor überfordert. Das Zweite ist, er kann ab einer gewissen Stufe nicht mehr im Labor nachgewiesen werden. Er kann, wenn du eine Mandelentzündung hast, nachgewiesen werden. Wenn du Epstein-Barr-Erkrankung hast, kann er nachgewiesen werden. Aber alle weiteren Stufen kann kein Labor mehr nachweisen. Und das heißt also, wie kriegen wir denn eigentlich, ja, wir kriegen denn zum Beispiel, oft wird er von Mutter auf Kind, auf ungeborenes Kind schon übertragen oder zum Beispiel über Blutkonserven oder wenn Blut ins Essen, wenn sich jemand schneidet und Blut kommt ins Essen rein oder über Körperflüssigkeiten, zum Beispiel auch Speichel, wird er übertragen. Ja? Und er wird vor allen Dingen in der Akutphase 2, wenn er akut ist, wenn er akut wirkt, wird er von einem Menschen auf den anderen übertragen. Über 90% von uns haben ihn. Also das ist keine Besonderheit. Die Besonderheit daran ist, dass er oft aufgrund dessen, dass unser Fundament nicht mehr stabil ist, kann er sich verstecken und kann im Körper Eigenleben anfangen. Er durchläuft ganz klar in seiner Entwicklung 4 Phasen. In der 2. Phase kann er noch entdeckt werden. Ansonsten ist es ganz schwierig oder gar nicht möglich im Labor. Und er ist zum Beispiel ein Hauptauslöser von der chronischen Müdigkeit, wo keine Ursache gefunden wird. Warum ist ein Mensch plötzlich chronisch müde? Dann zum Beispiel auch die Erschöpfung gehört ja zur chronischen Müdigkeit. Ich bin immer so erschöpft, ich weiß gar nicht, ich kann schlafen und wenn ich aufhöre zu schlafen, könnte ich wieder schlafen. Ich bin einfach immer erschöpft. Oder wenn Schmerzen dazukommen, du fühlst dich abgeschlagen, du hast Halsschmerzen, du hast Kopfschmerzen, du hast einen Ausschlag. Oder du hast zum Beispiel, wir Frauen, kennt ihr Frauen, die immer wieder Blasenentzündungen haben? Sich von einer, die 6-mal im Jahr Blasenentzündungen haben oder zum Beispiel auch Probleme in der Schilddrüse oder mit Hashimoto Probleme haben oder Zysten, immer wieder Frauen haben Zysten in der Brust, im Unterleib und so weiter. Das würde man nie damit in Verbindung bringen. Und dann die ganzen Knochenerkrankungen bis hin zur Osteoporose.
Hat auch mit Gewichtszunahme zu tun. Deshalb habe ich vorher gesagt, wenn ich Gewicht gewinne oder zu viel Fettgewebe habe, muss ich die Frage stellen, habe ich Pathogene im Körper? Und mein Körper wehrt sich gegen die Pathogene und wehrt sich, indem er Fettgewebe bildet. Oder zum Beispiel habe ich unspezifische Schmerzen. Ich weiß gar nicht, gestern hat es hier weh getan, heute tut es hier weh, morgen tut es da weh und ich weiß gar nicht warum. Also, ne? Das ist so der kreisende, der fließende Schmerz. Oder zum Beispiel, dass ich ständig schwitze. Ich stehe ständig im Schweiß. Eigentlich sind meine Wechseljahre schon längst vorbei. Warum schwitze ich immer noch? Warum stehe ich mit 60 noch im Schweiß? Ja? Dann zum Beispiel Kribbeln und Taubheit in Hände und Füße. Habe aber keinen Diabetes. Oder kein B-Mangel. Und trotzdem kribbelt es mir immer in der Füße oder Hände. Oder ich habe Herzrasen. Oder zum Beispiel, ich habe Entzündungen. Ich habe Muskelschwäche, brüchige Nägel. Also ganz viel. Bis hin zu Herzrasen, Angst, Haarausfall, all diese Dinge. Also so diffuse Sachen, wo du auch als Therapeut sagst, ja, um Gottes Willen, wo soll ich denn anfangen? Ja? Und das erwähne ich nur deshalb, wenn ich bei euren Analysen den Verdacht habe, dass ihr Pathogene, egal welcher Art, in eurem Körper habt, dann gucke ich genau hin. Was für Hinterlassenschaften habt ihr im Körper? Und dann könnt ihr was tun. Ich gebe euch Vorschläge. Und dann könnt ihr was tun. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ich was finde, tut was. Ja, dann das nächste Thema, Kollagen. Im Körper gibt es nichts, was nicht aus Kollagen gebaut ist. Ob unser Zahnhalteapparat, unser Glaskörper, also unsere Augen, unsere Haut, unsere Organe, unsere Muskulatur. Und der Hauptbaustein in unserem Körper ist das Kollagen Typ 2. Das ist gepaart mit einer Säure in unserem Körper, die Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure ist in einer Pflanze und in einem Tier am meisten zu finden. Im Hühnerlappen und in zum Beispiel auch der Hagebutte. Hyaluronsäure haben wir in unserem Körper. Und zwar der höchste Pegel, wenn wir geboren werden. Deswegen sind wir so knackig als Baby. Und die Knackigkeit, die hält ein paar Jahre an. Aber ab so circa, kann man sagen, 25, 30 verliert der Körper Hyaluronsäure. Hyaluronsäure kann bis zum 1000-fachen des Eigengewichtes Feuchtigkeit speichern. Woran kannst du das überprüfen? Wenn du eine Waage zu Hause hast und die zeigt an, wie viel Knochen, wie viel Fett, wie viel Wasser, was noch? Muskulatur, also wo du genau sehen kannst, wie ist die Substanz in meinem Körper. Und du machst das über längere Zeit, kannst du sehen, dass der Wassergehalt in deinem Körper immer mehr abnimmt. Der größte Anteil in deinem Körper sollte Wasser sein. Und je älter du wirst, desto kleiner wird der Wasseranteil. Wie ein Apfel, der die Feuchtigkeit verliert. Und das liegt an der Hyaluronsäure, die baut sich immer mehr ab. Das Kollagen, wenn wir geboren werden, baut sich auf. Also hier hast du die Hyaluronsäure, die hat ihren höchsten Pegel und geht langsam runter. Kollagen baut sich auf. Du wächst, dein Körper wird groß und stark und den höchsten Level hat dein Körper mit 30 Jahren erreicht. Ab 30 baut der Körper auch das Kollagen ab. Sichtbar, bemerkbar wird es so an der Grenze 40-50. Wir fangen an, Falten zu bekommen. Wir werden unter Umständen auch kleiner, wenn unser Hormonsystem nicht im Gleichgewicht ist. Wir Frauen werden dann kleiner. Und es beginnt oft Zahnausfall, weil der Zahnhalteapparat nicht mehr genügend Kollagen hat. Wir beginnen, Augenprobleme zu bekommen. Wir beginnen, Muskel abzubauen. Wenn dein Oberschenkel
gemessen wird. Er wird von oben fotografiert, wenn du jünger bist. Dann siehst du im Bild hauptsächlich Muskelgewebe. Du fotografierst es mit 50 oder 60 wieder von oben, du hast den gleichen Umfang. Dann ist Minimum ein Drittel, wo vorher Muskelmasse war, hat sich gewandelt in Fettmasse. Obwohl du die gleiche Größe hast. Also deshalb ist das Thema Kollagen so wichtig. Warum haben wir teilweise einen älteren Körper wie unsere Vorfahren, die eigentlich oft im Mangel gelebt haben, die nicht so diesen Überfluss hatten? Woran könnte das liegen? Sie haben sich mehr bewegt. Sie haben also mehr die Muskeln gebraucht. Und zum Zweiten haben sie nicht so viel Störungen gehabt im Eiweißstoffwechsel. Unsere Leber ist zuständig für die Verarbeitung von allen Proteinen. Und das Hauptprotein, um Muskulatur, um Kollagen zu bauen, ist die Aminosäure Lysin und Prolin. Und das Hauptvitamin ist das Vitamin C. Das Vitamin C wurde schändlich runtergefahren von Institutionen, die sagen, so und so viel Vitamin C braucht der Mensch, was überhaupt nicht stimmt. Alleine wenn du Stress hast, wenn du Kinder erziehst, wenn du rauchst, wenn du Medikamente nimmst, hast du doppelt, dreimal, viermal so hohen Bedarf an Vitamin C. Und wenn der Körper das Vitamin C für wichtige Funktionen braucht, dann nimmt er das daher und sagt, wenn wir weniger Muskeln haben, überleben wir. Aber wenn wir es da und da und da nicht haben, dann überleben wir nicht. Das heißt, wir sind heute älter als oft unsere Vorfahren, obwohl die größeren Mangel hatten, weil die nicht so viele Leberprobleme und Funktionseinschränkungen in der Leber hatten und weil sie ihre Muskeln mehr gebraucht haben und weil ihre Verdauung besser war. Wisst ihr was? Eine, und wir haben heute Mittag den Fehler auch wieder gemacht, ist mir dann nachher aufgefallen, was eine Gewohnheit ist, die wir uns angewöhnt haben, die uns voll ins Gesicht schlägt, wenn wir essen und wir trinken zum Essen. Das ist ein No-Go, weil wir die Magensäure verdünnen, wenn wir trinken, vor allen Dingen, wenn wir Wasser trinken. Und dadurch den pH-Wert im Magen verändern. Und der Magen, wenn wir erbrochen, schon mal erbrochen haben, wissen wir ja, wie sauer der Mageninhalt ist. Also 0,5 bis 1,5 pH-Wert muss der Magensaft haben, sonst kann kein Eiweiß aufgespalten werden. Und von was rede ich? Wenn ich ein Stück Rindfleisch oder Schweinefleisch oder irgendein Stück Fleisch gegessen habe oder eine Wurst, habe ich ein Protein mit 30.000 einzelnen Aminosäuren, wie so eine Häkelschnur, die zusammengerollt ist. Und der Magen muss das kleinschneiden in die Größe 10 bis 100. Alles, was größer ist, kann der Magen, der Zwölffingerdarm, nicht mehr verdauen und der schiebt das Eiweiß raus in die Toilette. Wir denken aber, wir haben doch Fleisch gegessen, wir haben doch Eiweiß gegessen. Nur der Körper kann es nicht aufnehmen. Und da gibt es noch viele andere Hürden. Obwohl wir ein eiweißgemästetes Volk sind, habe ich in den Analysen, in jeder zweiten Analyse einen Eiweißmangel. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das kannst du nicht ausgleichen, indem du wieder in die Mast gehst und noch mehr mästest. Du musst erstmal zurückgehen durch eine Säure-Base-Kur. Also erstmal das ganze System entlasten, die Leber entlasten, den Darm entlasten, damit er überhaupt wieder mit Eiweiß umgehen kann. Und du musst hergehen und musst aufhören, zum Essen zu trinken. Trinke vorher, trinke nachher, aber trinke nicht zum Essen. Wenn wir essen gehen und wir bestellen im Lokal zum Essen nichts zu trinken, werden wir natürlich erstmal komisch angeguckt. Ich weiß genau, was die denken. Ach, die will sparen. Ja? Und deswegen habe ich mir schon angewöhnt, dass ich sage, wir trinken nicht zum Essen. Das hat seinen Grund. Ne? Also da kannst du schon damit anfangen. Also, das bedeutet, wenn du einen Mangel hast, und dadurch nicht mehr richtig gebaut wird, Kollagengewebe für deine Sehnen, Bänder, für deine Knochen, für den Bewegungsapparat, für deine Leber, Niere, für deine Augen, für deine Haut, dann musst du nachschauen, was funktioniert nicht richtig im Eigenbau.
Ab einem gewissen Alter lässt der Eigenbau nach. Wir werden alle älter, gar keine Frage. Der Punkt ist aber, ich kann auch da, wenn der Abbau zu massiv war, weil ich zu lang den Mangel oder was nicht richtig funktioniert hat, nicht erkannt habe, auch da kann ich ein Hilfsprogramm oder Aufbauprogramm starten. In der Regel dauert es 3 bis 6 Monate. Und wo der Körper dann ausgleicht, ob es in den Augen ist, im Zahnhalteapparat, in meinen Knochen, also in meiner Knorpelmasse oder meiner Muskulatur oder Haut, das entscheidet der Körper. Er wird es dahin bauen, wo der größte und der gefährlichste Mangel ist. Das kann auch im Herzen sein. Ja? Also das bedeutet wieder, wenn ich zurückgehe auf die Dominosteine, egal was für Dominosteine in deiner Vitalität und Gesundheit gefallen sind, dass die gute Nachricht, die ich, also was persönlich meine Intention ist, dass ich den Menschen sage, ganz klar, du kannst etwas verändern, du kannst etwas tun. Niemand kann für dich und deine Gesundheit die Verantwortung übernehmen. Und das ist das, was ich vorher mit meinem Mann gesagt habe. Wenn er mir nicht gefolgt wäre in meinen Empfehlungen, hätte ich nichts machen können. Das heißt, wenn er nicht will, weil er entscheidet, ob er raucht, ob er trinkt, ob er zuckerdominiert ist oder mehr Gemüse und einfach Frischkost dominiert. Er entscheidet es selber. Ich will ihn auch gar nicht kontrollieren. Das muss jeder Mensch selber machen. Das ist was anderes bei Kindern, das sollte ein Vorbild sein. Ich hatte von Amerika, hatten wir Austauschschüler da. Also unsere Kinder wurden ausgetauscht, ne? Unsere nach Amerika, die Amerikaner rüber. Ich hatte einen Sohn von einem Arzt, 6 Wochen bei mir. Der hat das Essen und Trinken verweigert, weil er Gemüse und Obst nicht kannte. Und bei uns gab es Vollwerternährung. Der hat den Geschmack von diesem Essen nicht gekannt. Der hat es nicht gemocht und hat nicht gegessen. Und weil er kein Cola bekommen hat, hat er auch nicht getrunken. Dann kam die Betreuungsperson, und die gehen ja richtig hart mit den Kindern um, und hat gesagt, ich setze dich ins Flugzeug und schicke dich nach Hause. Der bricht total zusammen in sich, ne? Wollte nicht nach Hause. Und dann habe ich gesagt, stopp. Sein Vater ist Arzt. Wenn sein Vater nicht in der Lage war, dem Kind oder die Eltern, dem Kind gesunde Ernährung beizubringen, ist das jetzt nicht meine Aufgabe, in den paar Wochen ihm das beizubringen. Weißt du was, du kriegst von mir jeden Tag Pizza und Cola. Und er hat es bekommen. Meine Tochter hat zugeguckt, weil das für sie nicht normal war.